Ja, jetzt habe ich mir doch so ein Elgato Greenscreen mal bestellt. Der ist ja so um die 140 Euro oder 150, 130. Es wechselt immer so ein bisschen. Das ist ein Mordspaket, was da ankommt. Der hat jetzt eine Länge von 1,60 ungefähr, wenn er so zusammen ist, oder 1,64. Vom Gewicht her, also diese Dinger, die kann man ja also einklappen. Das ist nur, damit er sicher steht, ne? Die kann man ja so reindrehen. Und dann kann man das auf 2 Meter Höhe hochfahren. Oder 1,80. Ich muss noch mal reingucken. Dann zieht man das hier so raus. Dann bleibt das so. Das hat nämlich Gas. Dämpfer drin. So, ich habe es jetzt wieder rumgedreht, damit ich es auch benutzen kann, ne? Damit die grüne Fläche jetzt hier so nach vorne zeigt. Und dann ziehe ich das jetzt hoch auf die Höhe, die ich brauche. Ungefähr so. Meine Deckenhöhe ist ja auch gar nicht so hoch. So. Jetzt ist es für meine Zwecke gut ausgerollt, ne, bis da oben hin. Und dann habe ich halt einen schönen grünen Hintergrund. Jetzt gucken wir uns jetzt mal in OBS an, wie das da aussieht. Wichtig ist, dass dieser Elgato Greenscreen gut ausgeleuchtet ist, ne? Das ist bei all diesen Chroma Key Hintergründen wichtig. Es darf auch nicht euer Körper irgendwie einen Schatten werfen, ne? Also die Lampen müssen hinter eurem Körper sein. Dann müsste das eigentlich was werden. Ja, und das sind so LED-Strahler, 30 Watt. Die gibt es für den Garten. Ich habe diese genommen, also es gibt auch welche extra für Fotostudio-Zwecke, die sind dann ein bisschen teurer halt, ne? Ja, also neben diesen Strahlern, die den Greenscreen anstrahlen, braucht man auch noch Licht von vorne. Und da habe ich jetzt hier so eine kleine Videoleuchte, wo man also auch verschiedene Filter noch vormachen kann und wo man auch die Helligkeit einstellen kann. So ein Ding kostet nicht so viel und das reicht. Also für meine Zwecke reicht es. Ja, jetzt hocke ich hier also vor meinem Monitor und hinter mir der Elgato Greenscreen, dieses Grüne da, ne? Es ist wichtig, dass ihr das gut ausleuchtet. Aber der Elgato Greenscreen ist von der Oberfläche erstmal knitterfrei. Das ist schon mal ein großer Vorteil. Dadurch habt ihr keine Schatten. Und es wird ganz gleichmäßig dargestellt. Und natürlich umso besser, je gleichmäßiger ihr das ausleuchtet, ne? Wie gesagt, ich habe 230 Watt LED-Lampen. Es gibt Fotolampen, die man kaufen kann, entsprechende. Oder ich habe jetzt hier einfach so, weil ich mal ein bisschen Geld sparen wollte, habe ich einfach so Gartenlampen genommen, 30 Watt halt, ne? Geht auch. Was habe ich bezahlt? Ich glaube 15 Euro pro Stück. Ich habe die sogar neulich bei Aldi gesehen. Ja, da gibt es die auch. So, jedenfalls habe ich das so grün. Und damit es aber weggelöscht wird, das ist ja das Ziel der Aktion, muss ich hier auf meine Webcam gehen. Übrigens könnt ihr alle Aufnahmegeräte, also falls ihr das nicht so kennt mit OBS, ihr könnt hier einfach auf Plus gehen, weil hier steht ja Quellen, nicht? Das sind also lauter Sachen, die man auf dem Arbeitsplatz so einblenden kann. Und hier kann man auf Plus gehen und da kommt eine ganze Liste von Sachen, die man da einblenden kann. Und das für die Webcam heißt Videoaufnahmegerät. Und man kann das aber dann umbenennen halt, ne? Ich habe es jetzt halt Webcam Logi genannt, weil meine Webcam ist von Logitech. Ich mache euch gerne für alle Produkte, die ich verwende, auch das Headset, das ist sehr gut,
weil das hat einen Wandler und es rauscht fast gar nicht, also eigentlich gar nicht. Ist sehr günstig, ist sehr bezahlbar und klingt auch gut. Man kann hier das Ding verstellen. Ich mache euch, wie gesagt, gerne also alle Links von den Sachen, die ich erfolgreich ausprobiert habe, unter das Video. Übrigens, wenn ihr einen PC habt, ein Mac oder was auch immer, also ein Notebook oder Desktop-PC oder ein Handy, dann seht ihr die ganzen Links in der Videobeschreibung unter dem Video. Ne? Das kann man dann so aufklappen. Aber wenn ihr, ich habe mir jetzt auch so eine Streaming-Box mal für meinen alten Fernseher gekauft, damit ich YouTube auf dem Fernseher sehen kann. Und da habe ich festgestellt, ja, da gibt es keine Videobeschreibung. Egal was ich mache, ich komme da nicht ran. Die ist nicht sichtbar, nicht? Also auf dem Fernseher seht ihr nur einen Teil. Also die Videobeschreibung auf jeden Fall nicht. So, jedenfalls habe ich hier meine Webcam. Übrigens hier unten, das sind die Monitore. Ich habe ja zwei Monitore und ich kann also Monitor links, den seht ihr jetzt. Und wenn ich hier auf das Auge klicke, dann ist der, wird der nicht angezeigt und dafür Monitor rechts. Weil ich da habe ich ja auf das Auge geklickt, dass der sichtbar ist, ne? Und da ist nur so ein Hintergrundbild. So, jetzt sind wir wieder bei OBS. Und hier habe ich jetzt also Webcam Logi. Und damit das Grüne, jetzt kommt der entscheidende Punkt, damit das Grüne hinter mir verschwindet, muss ich hier mit dem Rechtsklick drauf. Und dann auf Filter, das ist das zweite hier von unten, ne? Und dann gibt es hier zwei Abteilungen. Und ich nehme also die untere Abteilung. Und da gibt es hier, wenn ich auf Plus drücke, gibt es auch einige Sachen, die ich hier einblenden kann. Aber das Interessante für den Greenscreen ist hier Chroma Key. Das habe ich schon ausgewählt und Greenscreen genannt. Und hier kann man jetzt verschiedene Einstellungen machen. Und damit er überhaupt aktiv wird, muss ich hier das Auge anklicken. Und jetzt seht ihr, ist der Hintergrund, der grüne ist weg. Weil ich habe hier als Keyfarbe ein Grün genommen, was ungefähr diesem Elgato Greenscreen entspricht. Also so nach Auge halt. Man kann es leider nicht mit einer Pipette auswählen. Aber es gibt auch schon fertige. Ich kann auch so ein Grün nehmen. Das funktioniert hier aber nicht so gut. Oder ich könnte auch ein Blau nehmen oder Magenta. Das ist so ein rötlicher Ton. Das hängt immer von meinem Hintergrund ab, was für eine Farbe der halt hat, ne? Aber bei Custom kann ich es halt genauer einstellen. Dann seht ihr auch, es wird schön rausgelöscht. Man kann mit Ähnlichkeit. Ich merke mir jetzt hier mal die Zahl 273. Wenn ich die Ähnlichkeit verändere, dann ändere ich den Grad, mit dem also die Hintergrundfarbe rausgelöscht wird. 273. Und bei Glätte, das steht jetzt auf 48, kann ich auch Einfluss nehmen, wenn ich es denn mal treffe. So, ne? Das ist die Glätte. Man darf da auch nicht zu viel nehmen, sonst wird die Hautfarbe komisch. 48 hatte ich da. So, und bei Spill-Reduzierung, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was Spill jetzt bedeutet. Jedenfalls steht das auf 100 und wenn ich das ändere, dann wird die Sättigung weniger oder mehr. Mach's mal so, ne? Naja, so ungefähr, um die 100 halt, ne? Und die anderen Sachen hier, Deckkraft, das ist die allgemeine, die globale Deckkraft, die möchte ich gerne auf 100% haben, also auf 1. Und das andere braucht uns nicht interessieren, da, das kann man so lassen.
Ja, und nun habe ich ja zwar, ich kann hier den Monitor abbilden und da das Bild, was da angezeigt wird, aber vielleicht möchte ich ja auch ein eigenes Hintergrundbild abbilden. Ja, und da kann ich halt auch hier mit Plus, ne, kann ich ein Bild auswählen, hier das dritte von oben. Und da kann ich dann neu erstellen machen. Okay. Und dann gehe ich auf Durchsuchen und suche mir ein Bild aus halt, ne? Das habe ich jetzt schon gemacht. Und habe hier so ein Bild hier halt jetzt als Hintergrund, ne? Wenn ihr das Bild aber das erste Mal ausgewählt habt, dann ist es noch über der Webcam. Ach so, Entschuldigung, ich habe hier gerade Quatsch gemacht. So, das hier ist mein Hintergrundbild und am Anfang, wenn ihr das gerade ausgewählt habt, dann ist das noch über der Webcam und dann seht ihr euch selber gar nicht mehr. Ne? Dann wundert ihr euch, denkt, ja toll, jetzt habe ich ein Hintergrundbild, aber sehe mich selber gar nicht mehr. Und dazu müsst ihr, weil das ist hier so ein Schichtsystem bei den Quellen und das, was oben ist, wird über dem angezeigt, was da drunter ist. Und wenn jetzt das obere größer ist als das da drunter, dann wird das untere komplett verdeckt halt, nicht? Und da mein Webcam-Bild kleiner ist, da ist, bin ich jetzt wieder, wird es dann komplett verdeckt von dem Hintergrundbild halt, ne? Und dann müsst ihr das halt nur das Hintergrundbild nach unten schieben oder das die Webcam nach oben, ne? So kann man halt auch mit diesen Schichten herum experimentieren. Ihr könnt auch zum Beispiel Text einblenden. Dazu müsste ich den jetzt aber über das Bild schieben, damit er da auch angezeigt wird. Da habe ich allerdings auch schon ein extra Video drüber gemacht. Und da mache ich euch die Links dann hinten an den Abspann des Videos. So, den brauche ich jetzt nicht mehr. Hintergrundbild. Ja, so funktioniert das halt mit diesem Greenscreen. Das ist also denkbar einfach. Und ihr könnt dann halt auch Diashows zum Beispiel im Hintergrund. Muss kein Bild sein. Ihr könnt eine Diashow ablaufen lassen. Vielleicht, wenn ihr einen Online-Shop habt und eure Produkte darstellen wollt. Oder ihr könnt ein Video hier bei VLC-Videoquelle hier, ne? Könnt ihr ein Video abspielen lassen im Hintergrund. Geht auch. Oder hier Spielaufnahme, ne? Ihr könnt auch mit OBS komplett ein Spiel anzeigen lassen, ne? Während ihr spielt. Geht auch. Kann man alles machen. Müsst ihr halt mit zwei Monitoren am besten arbeiten, ne? Ja, ich denke, das war es eigentlich. Ich zeige nochmal das Hintergrundbild. So sieht es dann aus. Das ist dann der gewünschte Endeffekt, den wir erreichen wollen. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß beim hoffentlich erfolgreichen Ausprobieren. Und bleibt schön gesund und geschützt und bis bald.